Das ist so cool. Möchtest du dich irgendwann taufen lassen? Mhm. Wie wär's, wenn du ein bisschen mehr über die Schritte zur Taufe herausfindest und uns das beim nächsten Familienstudium erzählst? Okay. Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott. Ich bin der Jason und ich habe ein bisschen was zu sagen zur Kindstaufe bei Jehovas Zeugen. Naja, Sie mögen das ja nicht so gerne, eine Kindstaufe zu nennen. Wir gucken uns das Video gleich mal ganz an. Das ist nämlich Kinderpropaganda des vom Feinsten. Warum ich dazu was zu sagen habe, ich war fast 4 Jahrzehnte in dieser Organisation. Ich bin hineingeboren worden. Ich habe unsere 4 Kinder da drin auch assimiliert jahrzehntelang. Wir sind zum Glück vor einigen Jahren daraus aufgewacht, wie man so schön sagt, wegen des Religionsrechts, das ich da studiert habe, für mich persönlich. Und ich teile hier auf dem Kanal ein paar Gedanken dazu. Es gibt ein neues Video, Propaganda-Video zu Philipp und Sophia, in dem Fall Sophia, mit dem Thema der Taufe. Ja, soll man sich taufen lassen überhaupt? Wie funktioniert das Ganze? Wir gucken uns das Video jetzt mal gemeinsam an. Und ich habe da zum Schluss dann noch ein paar Sachen zuzusagen. Ich habe mir 5 Themen rausgesucht, die ich kurz anreißen möchte. Das nämlich ein großes Problem ist mit dieser Organisation und mit dieser Situation, die sie dort aufbauen, mit ihren Ideen, junge Menschen früh reinzubringen in ihre Organisation. Natürlich völlig freiwillig. Ich empfinde es nämlich als eine erstens Mitgliedschaftszwang halberlei, der auf Kinder und Jugendliche ausgeübt wird. Ja? Die Kinder haben eine mangelnde Wahlmöglichkeit, meines Erachtens nach. Es wird ein psychologischer Druck aufgebaut, auch wenn er hier in dem süßen Video ganz anders dargestellt wird. Aber die Praxis, wie ihr es vielleicht auch wisst aus eurem Leben heraus, sieht ein bisschen anders aus. Ein ganz großes Problem, yes, Austrittsschwierigkeiten. Du kommst da nicht mehr raus aus der Organisation, unbeschadet. Da habe ich auch schon vieles zugesagt, hier auf dem Kanal und meine persönlichen Erfahrungen und eure habt ihr erzählt. Vielen Dank dafür und ganz großes Problem. Wir haben hier eine mangelnde Transparenz und Kontrolle bei Jehovas Zeugen. Ja? Aber dazu gleich mehr. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was mit der Taufe hier dargestellt werden soll bei Jehovas Zeugen, wie junge Kinder doch ja, was für Muster, liebe Kinder sind. Mama, da siehst du aus wie ich. Ich habe eine Frage. Dann lass mal hören. Wie geht das mit der Taufe? Das ist eine gute Frage. Und auch eine wichtige. Mama sieht so jung aus auf dem Bild. Hey! Ja, man kann jung sein, wenn man sich taufen lässt. Worauf es ankommt, ist, dass man Jehova liebt und dass man sich an das halten möchte, was Jesus gelehrt hat. Auch am Verhalten kann man erkennen, ob jemand bereit ist, sich taufen zu lassen. Man sollte zum Beispiel gut auf seine Eltern hören. Ganz wichtig, lies in der Bibel und lern so Jehova kennen. Das macht es dir leichter, auf ihn zu hören und dich von dem fernzuhalten, was er hasst. Du wirst dann auch mit anderen über deinen Glauben sprechen wollen. Besonders im Predigtdienst. Und in der Versammlung. Such dir Freunde, die auch Jehova lieben. Und das Wichtigste, sag Jehova im Gebet, dass du ihm für immer dienen willst. Und durch die Taufe zeigt man dann anderen, was man Jehova im Gebet versprochen hat. Das ist so cool. Möchtest du dich irgendwann taufen lassen? Mhm. Wie wär's, wenn du ein bisschen mehr über die Schritte zur Taufe herausfindest und uns das beim nächsten Familienstudium erzählst? Okay. Und habt ihr die Probleme auch erkannt? Ja? Hier werden zwar einige, wie ich finde, doch richtige Dinge gesagt, aber das, was dahinter steckt in der Praxis, ist oft sehr falsch, gefährlich und irreführend. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, lies in der Bibel. Genau, tu das. Halte ich auch für gesund in Teilbereichen. Such dir aber eine gute Bibelübersetzung aus. Denn das, was Jehovas Zeugen machen, ist nämlich die Bibel für sich interpretieren nach ihrem Glauben. Und dann vor allem durch die leitende Körperschaft, die ja die Vertreter Gottes hier auf der Erde sind, wird das Ganze dann interpretiert. Und junge Menschen werden dann Dinge vorgelebt oder vorgegeben, die sie für richtig halten sollen, die aus 1, 2 Generationen zurückliegen
und nicht mehr ganz so aktuell und gefährlich sind. Vor allem junge Menschen sollen hier früh in diese Organisation reingebracht werden und beispielsweise die ganze Thematik Sexualität, die wird völlig unterdrückt bei Jehovas Zeugen. Und das am besten sollen sie deswegen reinkommen in diese Organisation, bevor sie in die Blüte der Jugend kommen. Und dann sollen sie natürlich auch nur heiraten oder sexuelle Beziehungen aufnehmen innerhalb der Ehe. Es gibt ja nicht umsonst den Witz bei Jehovas Zeugen. Warum heiraten Jehovas Zeugen immer nachmittags? Genau, weil sie nämlich vormittags noch zur Schule gehen. Und das ist die traurige Realität. Die einzige Chance, Sex zu haben als Zeuge Jehovas ist, du musst heiraten. Und deswegen machen die das auch möglichst schnell und früh. Große, große Probleme, auch einer der größten Punkte, warum Jehovas Zeugen Kinder dann sündigen aus Sicht der Organisation und wieder rausfallen aus dem Verein und dann im schlimmsten Fall sogar geächtet werden müssen von ihren eigenen Eltern. Das ist ja das große Shunning-Problem. Und was Norwegen jetzt damit gemacht hat, habt ihr vielleicht mitbekommen. Ich habe es euch in dem Video gezeigt, dass der Organisation der Jehovas Zeugen dort einige Privilegien gestrichen wurden. Genau aus diesen Gründen, wofür dieses Video, was wir gerade gesehen haben, Werbung macht. Nämlich möglichst früh rein in die Organisation. Du kommst aber nicht mehr raus. Das ist ein wirkliches, wirkliches Problem. Und was machst du eigentlich, wenn du nicht so empfindest, wie dir hier impliziert wird in diesem Video? Wenn du nicht das Bedürfnis hast, mit anderen darüber zu sprechen oder dich in der Versammlung zu beteiligen, dann bist du ja unnormal, oder? Manche haben nicht das Bedürfnis darüber und deswegen sind sie trotzdem in Ordnung und sehr, sehr liebe, gute Menschen. Jeder ist halt anders. Aber hier wird wieder durch suggestive Fragen oder Aussagen die Kinder in eine Richtung gedrängt, in ein ganz, ganz klares Schema, wie sie wachsen und gedeihen sollen. Ich weiß das leider sehr aus der Erfahrung. Mein großer Sohn, der ist diesem Weg gefolgt. Der hat sich sehr jung taufen lassen und der hat viel von dieser Assimilation in dieser Organisation mitgenommen. Er ist zwar jetzt auch rausgewachsen, aber dennoch, es bleibt für ein Leben lang das, was man da mitbekommen hat und nicht unbedingt immer im Guten. Also, Jehovas Zeugen, erster Punkt, was ich vorhin gesagt habe, Zwang zur Mitgliedschaft. Ja, sie praktizieren insgesamt eine unglaublich strenge Form des Glaubens, ja, und erwarten von ihren Anhängern, was habe ich mir da aufgeschrieben, dass sie sich vollständig der Organisation unterordnen. Und das schließt auch ein, dass sich Kinder zu einem Zeitpunkt, wie wir es gerade gesehen haben, taufen lassen, indem sie sich selbst gar nicht umfassend informieren können. Und das ist sehr gefährlich und schade, gerade im Anbetracht der ganzen Shunning-Ächtungsproblematik, die wir mit dieser Organisation haben, dass selbst deine eigene Mutter nicht mehr das Telefon abnehmen darf, wenn du anrufst als erwachsenes, ausgeschlossenes Kind aus dieser Organisation. Oh Mann, oder umgekehrt, wie wir es im aktuellen Kongressprogramm haben, der Zeugen Jehovas. Ganz schlimm und schade. Mangelnde Wahlmöglichkeiten. Die Kindertaufe bei Jehovas Zeugen bedeutet, dass die Kinder in die Religionsgemeinschaft der Jehovas Zeugen eingeführt werden, ohne dass sie dann die Möglichkeit haben, ihre überhaupt eigenen religiösen Überzeugungen zu entwickeln und überhaupt eigene oder optionale Möglichkeiten zu erforschen oder erkunden. Und das empfinde ich als Einschränkung der individuellen Freiheit und Autonomie. Wenn du nicht wirklich gucken kannst, was es für Optionen gibt für andere Gedankenmodelle auf der Erde und ob das, was Jehovas Zeugen betrachten, ja, dass Jehova alles erschaffen hat und dass wir, naja, ich will das jetzt gar nicht ausführen, ob das denn so vernünftig ist, auch unter Anbetracht dessen, was die Wissenschaft uns mittlerweile beweisen kann, lehrt oder vermutet. Dritter Punkt. Viele Kinder und Jugendliche fühlen sich einfach ab einem gewissen Alter unter Druck gesetzt, sich doch jetzt taufen zu lassen. Ich weiß das aus euren Kommentaren und Erlebnissen, dass ab einem bestimmten Alter geguckt wird, na, warum ist er da noch nicht getauft? Was stimmt denn mit ihm nicht? Was stimmt denn mit der Familie nicht? Und das baut einen emotionalen Druck auf und führt zu Belastungen für das Kind, für den Jugendlichen und in der Familie, die sehr, sehr unangenehm sind und die sie eigentlich darin zwingen, ja, wenn sie in Frieden mit ihrer Umwelt leben wollen, in Übereinstimmung mit den Lehren dieser Organisation zu leben und sich dann doch irgendwann taufen zu lassen. Vierter Punkt, das ist natürlich die Austrittsmöglichkeit. Ja, wir haben viele Rechte innerhalb der Europäischen Union, Deutschland oder auf der Erde, was Menschenrechte anbelangt. Aber als Jehovas Zeuge musst du einige dieser Rechte ablegen. Zum Beispiel darfst du deine Weltanschauung nicht mehr ändern. Sobald du etwas sagst, was außerhalb des Gedankenmodells der Organisation ist, der leitenden Körperschaft, wirst du ganz schnell in die Ecke des Abtrünnigkeit geschoben.
Ich habe das erlebt. Ich bin ein lebendes Beispiel dafür. Kommen noch ein paar Videos dazu, zu aktuellen Dingen, die mir hier vorgetragen werden, nennen wir es mal so neutral. Aber du kannst nicht mehr raus aus dieser Organisation unbeschadet. Ja, du wirst komplett sozial ermordet. Ich habe es euch erklärt, erzählt schon. Und ihr habt das auch schon erlebt. Und ihr könnt in den Kommentaren von den ganzen Videos lesen, was mit den Menschen passiert, die diese Organisation verlassen möchten und wie verzweifelt sie mitunter sind, weswegen ich diesen Kanal führe, bis dahingehend, dass sie wirklich selbstmordgefährdet werden, weil sie ja sterben sozial. Ja? Sie werden wirklich ermordet und isoliert von dieser Organisation. Und das führt zu emotionalen Belastungen und hat schon Familien zerstört, massiv, massiv, massiv über Generationen, was so traurig ist. Ich kenne so viele Fälle mittlerweile, dass Großeltern ihre Enkel, Kinder verloren haben, in jede Konstellation. Und der einzige Grund war, man hat eine andere Meinung entwickelt im Laufe seines Lebens und vielleicht ein, zwei Lehren dieser Organisation abgelehnt oder hat gesagt, na, kann ich nicht mehr unterstützen. Das Einzigste und so viel Kontrolle hat Religion in dieser Zeit noch über die Menschen. Das muss ich bitte ändern. Das kann doch wohl echt nicht angehen. Und dabei sind wir dann beim fünften Punkt. Mangelnde Transparenz bei dieser Organisation und Kontrolle. Schau, diese Organisation tut sich durch eine sehr zentrale Kontrolle und organisatorische Struktur auszeichnen. Ja? Es wird alles aus der Weltzentrale von der leitenden Körperschaft entsprochen und entworfen. Es gibt dann Branch, für die Branch-Komitees vor Ort gibt es sogar Guidance von der leitenden Körperschaft, wie die sich zu benehmen haben als national-staatlich souveräne Kirche. Natürlich erhält sie die Anweisungen aber trotzdem aus New York. Und kritische Fragen oder Zweifel an die Organisation werden gleich im Keim erstickt und überhaupt nicht toleriert. Und Mitglieder dürfen sich außerhalb der Organisation nicht informieren. Es wird alles antagonisiert. Alles ist von Satan da draußen und ist eine Gefahr für dein Leib und Leben, weil darum geht es ja bei dieser Organisation, dass du ewig leben darfst, wenn du mit der Organisation verbunden bist. Alle anderen Menschen werden getötet werden. Das ist auch etwas, was viel mehr in die Köpfe der Leute rein muss, meines Erachtens nach, dass die zentrale Lehre dieser Organisation sich ja um die gute Botschaft Gottes dreht. Ja, um das Königreich Gottes. Aber dieses Königreich, so wie Jehovas Zeugen es interpretieren, impliziert, dass alle anderen, und so wird es an vielen Stellen von der Organisation, in den Schriften und in den Vorträgen gesagt, dass alle anderen Menschen, die nicht mit dieser Organisation verbunden sind, getötet werden müssen. Und wie wir gehört haben in dem Video, wird es der leitenden Körperschaft, ja den Gesalbten wird es Freude machen und eine leichte Arbeit sein, den Willen Jehovas auszuführen, was auch heißt, dann wahrscheinlich mit Feuerbällen um sich zu werfen und 7 Milliarden Menschen zu töten, damit sie auf den Leichen dieser Menschen ja ihr Paradies aufbauen können. Das gehört kritisch hinterfragt und immer wieder in den Vordergrund gerückt, dass das Paradies, das Jehovas Zeugen predigen, dass sie sich wünschen, dass Kinder, Jugendliche hier annehmen und in frühen Jahren in ihre Organisation reinkommen, dass dieses Paradies aufgebaut werden muss auf den Tod von allen anderen. Was für ein liebevoller Vater Jehova doch sein muss, wenn er keine bessere Lösung hat als das. Aber er respektiert ja den freien Willen der Menschen, oder? Das waren einige Gedanken zu diesem Video, dem neuen Propaganda-Husarenstückchen, wie ich finde, der Jehovas Zeugen, um junge Menschen aufzuzeigen, ach, deine Mama hat sich doch schon taufen lassen, deine Großeltern waren doch schon Jehovas Zeugen. Es ist doch ein geistig reiches Erbe. Das war das, was immer geprägt wurde. Und tritt dieses Erbe doch an als nächste Generation. Das ist doch ganz wichtig für dein Überleben. Bitte, bitte, lies die Bibel. Ja, lies sie. Aber nicht die Propagandaschriften, die Fehlinterpretationen dieser Organisation. Ich habe es euch viel auf diesem Kanal erklärt mit alter Literatur, mit aktueller Literatur, dass sich Lehren immer wieder ändern und dass die Bibel so interpretiert wird, wie sie es brauchen, bis dahingehend, dass die Neue Weltübersetzung Version 2013 in Englischen an vielen Stellen meines Erachtens nach massiv manipuliert ist. Wenn man sie vergleicht mit vielen anderen Bibeln, gibt sich ein ganz anderes Bild, dass Jehovas Zeugen, dass die leitende Körperschaft strickt, um ihr Gedankenmodell aufrechtzuerhalten und die Macht bei sich zu bündeln und zentralisieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Ich danke für eure Unterstützung als Patrons oder per PayPal. Das hilft dem Kanal sehr, denn ihr wisst, ich führe einige Streitigkeiten mit der Wachtumgesellschaft, weil ich denke, dass sie gegen geltendes Menschenrecht und auch gegen Datenschutzrecht und viele anderen Rechte aktiv verstoßen
in ihrer Rolle als Körperschaft des öffentlichen Rechtes, die dem Gemeinwohl dienen soll, aber die an vielen Stellen nicht zur Rechenschaft gezogen werden für den Schaden, für den massiven Schaden, den sie bei dir, bei mir und bei vielen anderen mittlerweile angerichtet haben. Aber dazu in anderen Videos mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.